Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zooerlebnis. Die fünfte Station auf unserer Reise durch die Welt der Zoos und Tiergärten ist Köln. Die Domstadt und Rheinmetropole beherbergt einen der bekanntesten und ältesten Zoos in Deutschland, den jährlich rund 1,4 Millionen Menschen besuchen. Auf einer Fläche von 20 Hektar bekommt der Besucher hier weit über 700 Tierarten aus aller Welt zu sehen. Darunter befinden sich zahlreiche Affenarten, Raubkatzen wie Tiger oder asiatische Löwen, Elefanten, Giraffen, Flusspferde, Seelöwen und natürlich auch zahlreiche Vogelarten sowie Reptilien, Fische und Insekten. Kurzum, es ist für jeden Tierfreund etwas dabei. Unser Rundgang durch den Kölner Zoo startet unweit des Eingangs bei den Malaienbären. Mit einer Körperlänge von 100 bis 140 cm und einer Schulterhöhe von rund 70 cm sind sie das kleinste Mitglied in der Familie der Bären. Wie es ihr Name bereits vermuten lässt, stammen Malaienbären aus Südostasien. Allerdings schrumpft ihr Lebensraum und Bestand dort immer weiter. In Indien sind sie vermutlich bereits ausgestorben und auch in China sind sie von der Ausrottung bedroht. Der Kölner Zoo führt das europäische Zuchtbuch über die Art, die man in Deutschland sonst nur in Münster und Berlin antreffen kann. Außerdem unterstützt der Zoo gemeinsam mit dem WWF den Tesso-Nilo-Nationalpark in Sumatra, den noch relativ viele Malaienbären ihr Zuhause nennen. Folgt man dem Rundweg etwas weiter, gelangt man zum historischen Südamerika-Haus, das 1899 als Vogelhaus erbaut wurde. Aktuell leben hier Papageien und einige südamerikanische Affenarten, die sich über den Köpfen der Besucher zwischen mehreren Anlagen hin und her bewegen können. Direkt unter ihnen befindet sich zurzeit eine Ausstellung, die die Geschichte des Zoos seit seiner Gründung im Jahre 1860 erzählt. Hier erfahren interessierte Besucher etwa alles über die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg oder das Schicksal des dressierten Schimpansen Petermann, von dessen Domestizierung man sich heute natürlich ausdrücklich distanziert. Die reichhaltige Tradition des Parks wird aber ganz besonders am alten Elefantenhaus deutlich, das heute Nashörner, Stachelschweine und Pinselohrschweine beherbergt. Das 1863 erbaute Haus im maurischen Stil ist noch heute ein architektonisches Highlight und steht nicht ganz ohne Grund unter Denkmalschutz. Der unweit gelegene Hippodom ist hingegen ein gutes Beispiel für moderne Zoo-Architektur. In dem 3500 Quadratmeter großen Gebäude wurde eine afrikanische Flusslandschaft nachgebildet, in der neben Flusspferden auch Nilkrokodile und weitere Bewohner wie die Jemen-Chamäleons beheimatet sind. Die Anlage wurde 2010 anlässlich des 150. Geburtstages des Zoos eröffnet und macht deutlich, dass der Kölner Zoo momentan mitten im Umbruch ist. In der Ausstellung im Südamerika-Haus bekommt man auch einen Einblick in die Pläne für die nahe Zukunft. Der Masterplan 2020 sieht massive Sanierungen, Umbauten und Erweiterungen vor. Der Park wird neu gegliedert und nach Kontinenten unterteilt. Viele Tiere werden umgesiedelt und bekommen völlig neue Anlagen. Aber auch der Tierbestand wird sich ändern. So soll man in Zukunft etwa auch Walrösser in Köln bewundern können. Und natürlich wird auch das alte Südamerika-Haus selbst in neuem Glanz erstrahlen und seine Bewohner und Besucher aufs Neue begeistern. Der Historie des altehrwürdigen Gebäudes steht also ein spannendes neues Kapitel bevor. Auch in Zukunft erhalten bleiben wird den Kölnern der markante Pavianfelsen, der dann allerdings etwas erweitert werden soll. Die Anlage besteht bereits seit 100 Jahren und wurde damals 1914 inspiriert durch die neuen Ideen zur Tierhaltung von Karl Hagenbeck gestaltet. Beheimatet sind hier damals wie heute zwischen 150 bis 160 Mantelpaviane. Von 1970 an wurden an der Pavian-Kolonie zahlreiche verhaltensökologische Studien durchgeführt, die wichtige Erkenntnisse über das Zusammenleben der Mantelpaviane ermöglichten. Ein gutes Beispiel für die Forschungsarbeit in zoologischen Gärten.
So weiß man inzwischen etwa, dass die äußerst sozialen Tiere auf vielerlei Wegen miteinander kommunizieren können. Körperhaltung, Gesichtsausdruck, Laute und direkter Körperkontakt machen die Sprache der Affen aus. Ein Stück weiter ist unsere nächste Station, eine große Voliere direkt vor dem Regenwaldhaus. Hier treffen wir auf Mandschurenkraniche. Diese Kranichart stammt aus Ostasien und hat ihren Namen von der Mandschurei, das ist die nordöstliche Region Chinas. Ich verbinde die Vögel aber vor allem mit der japanischen Insel Hokkaido. Das liegt vermutlich daran, dass sie in der japanischen Kultur eine große Rolle spielen. Mandschurenkraniche werden in Japan Tansho genannt. Das bedeutet übersetzt rote Krone und muss wohl nicht näher erläutert werden. Sie sind zum japanischen Nationalvogel ernannt worden, stehen für ein langes Leben sowie Treue und werden deshalb nicht selten auf Hochzeitskimonos abgebildet. Außerdem sind sie ein Vogel des Glücks. Als Zeichen dafür waren sie bis 2003 auf dem 1000-Yen-Schein gedruckt. Wie viel Glück man wohl für umgerechnet 7 Euro kaufen kann. Jedenfalls nicht genug, um den Fortbestand der Art auch in Zukunft zu gewähren. Mandschurenkraniche stehen auf der roten Liste gefährdeter Arten. Die Gesamtpopulation wird auf 2400 geschätzt. Umso wichtiger ist die Nachzucht in Zoos und Reservaten. In Japan hat man sogar die Erfahrung gemacht, dass Weibchen von flugunfähigen Männchen in ihr Gehege gelockt werden. Wenn sie dann gemeinsam Nachwuchs großziehen, schließt sich dieser wilden Kranichscharen an, sobald er flugfähig ist. Auch in deutschen Zoos ist die Haltung keine Seltenheit. Doch nur in wenigen Parks kann man den Tieren so nahe sein wie in der begehbaren Voliere in Köln. Auch die Mitbewohner der Kraniche, die Schmutzgeier, kann man hier wunderbar beobachten. Ein besonderes Erlebnis ist es vor allem, wenn die Geier über dem eigenen Kopf ihre Kreise ziehen. Aber das lässt sich leider nur bedingt mit der Kamera einfangen. Am Ende der Voliere befindet sich der Eingang in das Regenwaldhaus. Seit dem Frühjahr 2000 können Besucher hier in den südostasiatischen Regenwald eintauchen und zahlreiche seiner Bewohner beobachten. In der großen Freiflughalle, dem Herzstück des Hauses, kann man vor allem zahlreiche Vogelarten entdecken. Teilweise laufen diese einem direkt über den Weg, wie diese Bronze-Nacken-Fasantaube. Andere, hier zum Beispiel die Maronenbrust-Krontauben, machen es einem da etwas schwerer. Weitere Vogelarten in der Halle sind etwa die Kragentauben, Sumbawa-Drosseln, Türkisfeenvögel und Bayer-Moorenten. Die trifft man meist bei einem Teich an, der von einem Wasserfall gespeist wird. Hier leben auch einige Fische und Wasserschildkröten, die man durch eine Scheibe auch unter Wasser bestaunen kann. Ganz besonders eindrucksvoll ist es aber, die Tauchgänge der Java-Pfeifgans zu beobachten. In einer getrennten Anlage nahe des Eingangs leben zudem noch Kurzkrallenotter sowie Argusfasane und diese Gesellen, die auf den klangvollen Namen Fratzenkuckuck hören. Im hinteren Bereich gibt es außerdem noch eine Galerie, die wie eine Höhle gestaltet ist. Hier befinden sich einige separate Gehege, in denen man viele weitere Tiere beobachten kann. Dazu gehören etwa Gibbons, das Matschi-Baumkänguru, Wasserdrachen, Burma-Pythons, Schwarznarbenkröten und verschiedene Vogelarten wie der Bali-Star oder der Ara-Kakadu. Ein Stück weiter, im Urwaldhaus, geht es ebenfalls recht tropisch zu. Hier bekommen die Besucher durch Glasfenster gute Einblicke in die Innenanlagen diverser Affenarten. Neben den hier gezeigten westlichen Flachlandgorillas beherbergt das Haus außerdem noch zwei weitere Menschenaffenarten, Bonobos und Orang-Utans, die natürlich alle auch über Außenanlagen verfügen. Weiterhin leben hier rotschenklige Kleideraffen und die äußerst putzigen Zwergseidenäffchen. Hinter dem Urwaldhaus findet der Besucher außerdem noch Bartaffen. Vom Urwaldhaus kommen wir nun zum Herzstück des Kölner Zoos, dem Elefantenpark. Seit 2004 lebt hier eine Herde asiatischer Elefanten auf einer Anlage, die mit einer Größe von 20.000 Quadratmetern 10% der Gesamtfläche des Zoos ausmacht. Es ist Europas größtes Elefantengehege nördlich der Alpen
und auch sonst ist es ein Park der Superlative. Hier wurden 7000 Kubikmeter Beton und 1000 Tonnen Stahl verbaut. Das Holzdach des Elefantenhauses ist stolze 3000 Quadratmeter groß und alles in allem hat der Bau stolze 15 Millionen Euro gekostet. Bei diesen Zahlen kann einem schon mal schwindlig werden. Aber es hat sich gelohnt. Ziel der Anlage war und ist es, dass die Tiere hier in einem artgerechten Sozialverband ohne großen, spürbaren Einfluss der Menschen leben können. Die Pfleger sollen die Tiere so selten wie möglich stören. Deshalb erfolgt beispielsweise die Fütterung automatisch per Zeitschaltuhr. Und selbst bei Geburten greifen die Pfleger nicht ein. Alles soll so naturnah wie möglich sein. Um auch eine Zucht zu ermöglichen, werden in Köln auch Elefantenbullen gehalten. Die können aber nicht ganzjährig bei der Herde verweilen, denn auch in der freien Natur begeben sich Bullen nur zur Paarung in die Gesellschaft der Kühe. Daher werden Bullen in Zoos separat von der Herde gehalten und nur zum gegebenen Anlass zu den Weibchen gelassen. In Köln hat man das aber ganz besonders geschickt gelöst, denn sowohl die Innen- als auch die Außenanlage lassen sich in verschiedene Bereiche unterteilen, um die Tiere zu trennen. Seit 2004 hat sich das gleich mehrfach durch Zuchterfolge bezahlt gemacht. Getrennt vom Besucher werden die Elefanten durch künstliche Felsen und Wasserbecken, wodurch ein gitterloser Einblick auf die Elefanten ermöglicht wird. Alles in allem ist der Elefantenpark sowohl aus Sicht der Tiere und Besucher eine Anlage der Spitzenklasse. Unsere nächste Station ist die ehemalige Eisbärenanlage. Während man für die Elefanten eine teure neue Anlage schuf, um eine möglichst artgerechte Haltung zu ermöglichen, gab man die Haltung der Eisbären bereits 1997 komplett auf. Dort, wo einst die arktischen Bären beheimatet waren, wird heute regelmäßig eine Flugschau veranstaltet. Dabei lassen sie die Tiere von einem Pfleger in der Anlage knapp über die Köpfe der Zuschauer hinweg zu einem anderen Pfleger fliegen, der außerhalb des Geheges hin und her geht. So kann man den Greifvögeln ganz nahe sein und sich von den Flugfähigkeiten überzeugen. Außerdem erhält man hier durch die Moderation natürlich zahlreiche interessante Infos zu den Vögeln. Ja, bei den Greifvögeln unterscheidet man zwischen den Grifftötern und den Bisstötern. Ja, hier unser. Solche Flugshows sind für mich als langjähriger Zoobesucher natürlich nicht wirklich etwas Neues. Ich habe allerdings nicht schlecht gestaunt, als die Pfleger plötzlich auch einen Ara fliegen ließen. In der Regel sieht man bei solchen Shows ja ausschließlich Greifvögel wie Falken, Bussarde und Adler. Da ist ein bunter Papagei aus Südamerika dann doch eine überraschende Abwechslung. Wie man an meinen Aufnahmen vermutlich schon erkennen konnte, ist der Besucherandrang bei der Flugschau in der Regel recht groß. Ich kann die Show trotzdem uneingeschränkt empfehlen und bei meinem Besuch war sie für mich sogar ein absolutes Highlight. Damit neigt sich unser Rundgang durch den Kölner Zoo auch schon dem Ende entgegen und wir kommen zu unserer letzten Station, dem Madagaskar-Haus. Wie es der Name schon sagt, kann man hier allerhand Tiere aus Madagaskar bestaunen. Die viertgrößte Insel der Welt wird bisweilen auch der achte Kontinent genannt, da durch die isolierte Entwicklung auf der Insel eine sehr eigenständige Flora und Fauna entstanden ist. Die allermeisten Tierarten, die auf Madagaskar leben, findet man nirgendwo sonst. In Köln wird die Tierwelt Madagaskars unter anderem durch Strahlenschildkröten, rosa geflügelte Stabschrecken und Madagaskar-Weber repräsentiert. Außerdem leben hier drei verschiedene Lemurenarten: rote Waris, Gürtelwaris und große Bambuslemuren. Insbesondere die letzten beiden Arten findet man nur selten in Zoos. Der Bestand in Europa beläuft sich laut den Infotafeln am Gehege auf jeweils gerade mal 15 Tiere. Aber auch auf Madagaskar ist ihre Anzahl leider nicht mehr ganz so groß. Besonders die großen Bambuslemuren sind vom Aussterben bedroht, vor allem durch die Zerstörung ihrer Lebensräume. Ihr Verbreitungsgebiet beschränkt sich heute auf eine kleine Region im Osten der Insel, in den mit Bambus bestandenen Hochlandregenwäldern. Fossilienfunde legen den Schluss nahe, dass dieses Gebiet lediglich rund 1-4% der Fläche ausmacht, auf der sie früher einst verbreitet waren. In den letzten 20 Jahren wurden bei Feldforschungen nur 12 Gruppen mit insgesamt weniger als 100 Tieren gefunden. Somit gehört ihre Gesamtpopulation sehr wahrscheinlich zu den niedrigsten aller Lemurenarten.
Das Problem der großen Bambuslemuren dürfte auch sein, dass sie extreme Nahrungsspezialisten sind, die sich zu 98% von Bambus ernähren. Und da Bambus relativ wenig Energie enthält, müssen sie große Mengen davon verzehren. Hinzu kommt dann noch, dass sie von den 21 Bambusarten, die in ihrem Lebensraum wachsen, nur 3 fressen. Hier in Köln sind sie aber scheinbar nicht ganz so wählerisch. Alle 3 Lemurenarten verfügen in Köln neben ihren Innenanlagen auch über Außenanlagen, teilweise in runden Käfigen. Die Anlagen machen optisch offen gesagt nicht sonderlich viel her und wirken aus heutiger Sicht eher zweckmäßig. Da ist es umso schöner zu sehen, dass die Lemuren im Masterplan 2020 eine eigene Insel angedacht bekommen. Insbesondere dieser Masterplan verspricht eine ausgezeichnete Zukunft für den Park. Doch auch jetzt in der Gegenwart ist ein Besuch im Kölner Zoo sehr lohnenswert. Der Tierbestand ist groß, vielseitig und bietet auch zahlreiche Arten, die man andernorts kaum zu Gesicht bekommt. Die meisten Tiere leben darüber hinaus auch heute schon in schön angelegten Anlagen, die sowohl für die tierischen Bewohner als auch für die menschlichen Besucher gestaltet wurden. Neben den Tieren und Anlagen, die ich in diesem Video vorgestellt habe, gibt es wirklich noch einiges mehr zu sehen, etwa auch im Aquarium beim Eingang des Zoos. Zum Abschluss möchte ich außerdem noch ganz ausdrücklich erwähnen, dass der Kölner Zoo für mich eine vorbildliche Rolle übernimmt, wenn es um den Tierschutz geht, denn der Zoo engagiert sich für zahlreiche Projekte in aller Welt. Ich habe ja bei den Malaienbären auch eines als Beispiel genannt. Das macht dann selbst den für deutsche Verhältnisse recht hohen Eintrittspreis verschmerzbar. Das war sie also, die 5. Ausgabe von Zoo-Erlebnis. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt es immerhin bis zum Ende durchgehalten. Und wie immer würde ich mich natürlich sehr über euer Feedback freuen. Schreibt mir also bitte einfach in die Kommentare, wie ihr das Video fandet, was ich gut gemacht habe, was ich eventuell noch besser machen könnte und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich freue mich wirklich über jedes Feedback, also schreibt euch einfach die Seele vom Leib. Außerdem möchte ich jetzt hier am Ende des Videos noch die Gelegenheit nutzen, um auf die Zoo-Erlebnis-Facebook-Seite hinzuweisen. Die werde ich nämlich ab heute, regelmäßig mit frischem Content füttern. Ich habe eine Zeit lang überlegt, ob ich die Seite ganz abschaffen soll, aber jetzt mache ich eben quasi das genaue Gegenteil und möchte da so richtig loslegen. Und dort gibt es dann eben dann unter anderem ganz viele Updates quasi rund um meine Zoobesuche und die Videos, die in Arbeit sind. Und tatsächlich ist es so, dass ich, wenn das Wetter mitspielt, morgen wieder in einem Zoo bin. Und welcher Zoo das ist, was ich da so an Aufnahmen gemacht habe, das erfahrt ihr dann eben als erstes auf der Facebook-Seite. Also, falls es euch interessiert und ihr ein bisschen involviert sein möchtet in dieses Projekt, dann schaut auf jeden Fall auf der Facebook-Seite vorbei. Der Link ist in der Beschreibung. Das war auch schon alles, was ich loswerden wollte. Das war's also für heute. Macht's gut, habt einen schönen Tag. Bis dann, euer Martin.